Hallo und willkommen zur neuen Webschorle-Folge. Heute aus Berlin mit Maximilian Muhr. Hi Max. Hi Andreas. Stell dich doch einfach kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, also ich bin bei Twitter auch bekannt unter dem Pseudonym Max Berlin. Ich bin Social Media Analyst bei Bild.de und ansonsten bin ich aktiv im Bereich Social SEO in meinem eigenen Unternehmen der Polysys und bei FindConcept. Ja. Was macht FindConcept? FindConcept erstellt Social SEO Kampagnen für Kunden und setzt diese auch um zusammen mit Freelancern und überwacht den Erfolg und bringt im Endeffekt Backlinks aus Social SEO Kampagnen. Wir unterhalten uns heute über Social SEO. Wie bist du zum Thema Social SEO gekommen? Eigentlich bin ich über das Thema SEO zum Thema Social SEO gekommen, weil ich glaube, dass Social SEO ist einfach die konsequente Weiterentwicklung von SEO. Es kann nicht ewig so weitergehen, dass nur Backlinks das wichtigste Kriterium sind, um bei Google gut zu ranken. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es auch andere Faktoren gibt und vor allem andere Faktoren, die immer stärker an Gewicht gewinnen. Und diese Faktoren möchte ich im Social SEO eher bedienen und deswegen finde ich dieses Thema so spannend und möchte in Zukunft beobachten, wie es sich vom klassischen SEO zum Social SEO entwickelt und ich glaube, dass dieser Trend sich durch die ganze Branche ziehen wird. Social SEO, wie definierst du das? Was verstehst du da eigentlich drunter? Also beim Social SEO geht es eigentlich halt darum, dass man guten Content macht. Das ist, eigentlich kann man das nicht ganz genau abgrenzen. Es ist SEO, wie es in Zukunft gemacht werden muss. Es wird sich verändern alles und es wird einfach nicht mehr ewig funktionieren, dass man einfach nur Backlinks bekommt. Man muss auch über Signale aus Social Networks gehen, man muss darüber gehen, Leute zu begeistern. Es geht darum, Content zu schaffen, der begeistert, Content, der geteilt wird und dann ist das Social SEO. Also könnte man auch Linkbait oder Likebait dazu sagen? Absolut, das gehört dazu. Und früher gab es ja diesen Ausspruch, Content ist King und beliebt in vielen Bullshit-Wörter-Bingos. Und es ist aber auch ein Körnchen Wahrheit dran. Es geht schon um den Content, aber halt auch noch um Content, der sich verbreitet, der sich viral verbreitet und der einfach auch Links erzeugt. Und wie sieht guter Content aus? Guter Content ist Content, der die User begeistert, der ihnen in Erinnerung bleibt, den sie auch noch 2 Tage später wissen, wo sie es gefunden haben oder vielleicht noch nicht mal wo, aber dass sie es gefunden haben und dass sie es weiter verbreiten. Kann man das zu jedem Thema machen? So prinzipiell ja. Kfz-Versicherung, ein guter Content? Ja, solange es kreativ und lustig oder einfach nur spektakulär oder was Neues oder informativ ist. Es funktioniert zu jedem Thema, egal wie trocken es ist. Allerdings ist es bei manchen Themen einfacher als bei anderen. Aber prinzipiell kann man sagen, ja, Social SEO funktioniert für jedes Thema. Und mit multimedialen Inhalten auch? Ist das so ein Must-Have? Oder wie sieht so ein Content aus? So Infografiken, Videos, Audios, Top-Listen? Was haben wir da irgendwie Greifbares, das kannst du ja sagen. Ja, du hast gute Themen angesprochen. Infografiken sind extrem beliebt und sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber es kann alles sein. Wichtig ist einfach nur, dass es der Content so in der Form vielleicht noch nicht überall zu finden ist, dass es etwas Einzigartiges ist. Exklusivität ist auf jeden Fall wichtig. Aktualität. Muss nicht. Es kann auch einfach kreativ sein. Es kann eine Umfrage sein, die Informationen zutage bringt, die in der Form noch nicht bekannt waren oder zumindest noch nicht belegt waren. Es kann eine Infografik sein, die Zusammenhänge aufzeigt und dem User verständlich macht, dass der User ein Aha-Erlebnis bekommt. Aber es kann natürlich auch ein gut gemachtes Video sein oder ein lustiges Audio-File. Es ist eigentlich egal, über welches Medium und über welchen Kanal das Ganze transportiert wird. Es kann auch einfach ein gut gemachter Text sein. Wichtig ist einfach nur, dass der User am Ende das Ganze teilt und anderen zeigt und sagt, ja, das ist es, das verlinke ich aus meinem privaten Blog, darüber berichte ich in meinem Twitter-Account, dem gebe ich einen Share auf Facebook oder ein Like. Und das sind, wenn das gut funktioniert und so ein Content sehr viele Reaktionen hat, dann ist das guter Content, der für Social SEO geeignet ist. Und wie initiierst du die Reaktionen?
Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil klar, guten Content gibt es schon immer und das ist jetzt nichts Neues. Ein Teil des Social SEO ist es auf jeden Fall auch, dafür zu sorgen, dass er leicht teilbar ist, dass man den User animiert, das vielleicht jetzt mit seinen Freunden zu teilen. Wie sieht das konkret aus? Man kann ihm Anreize schaffen. Einfachstes Beispiel ist eine Art Gewinnspiel oder dass er irgendwie noch mehr Content bekommt. So etwas auch wie Pay with a Like oder pay with a Tweet, ähnliche Dinge. Das geht auch in die Richtung Social SEO, weil man einfach die Sachen verbreitet, im Endeffekt auch Backlinks bekommt. Der SEO-Aspekt an dem Ganzen, weil bei Social gibt es ja schon lange, aber der Social SEO-Aspekt, der SEO-Aspekt ist, dass man am Ende Backlinks bekommt, dass man Signale bekommt und dass die Suchmaschine den Content hoch bewertet, weil halt einfach die User drauf anspringen, lange auf dem Content bleiben, lange auf der Seite bleiben, weiterempfehlen, verlinken und das Ganze freiwillig tun und nicht, weil sie dafür bezahlt werden oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Okay, sowas wie Pay with a Tweet oder auch Gewinnspiele heißt ja immer, es muss eine Nutzeraktion erfolgen, bevor man dann an den guten Content wirklich rankommt. Das ist eine Möglichkeit. Allerdings muss man dem User auch erstmal angelockt haben. Wenn man ein mehrteiliges Video hat, dann den ersten Teil dem User schon gegeben hat und der ist begeistert und will unbedingt Teil 2 sehen und kommt dann an so eine Schranke, wo er irgendeine Art Interaktion machen muss, aber er will ja unbedingt auch Teil 2 sehen, dann ist er vielleicht auch bereit, zum Beispiel Teil 1 seinen Freunden zu empfehlen, um Teil 2 zu sehen. Okay, also den Rest dieses Videos seht ihr nur, wenn ihr unten auf den Like-Button klickt. Kann eine komplette Webpräsenz nur aus Social-SEO-Beiträgen bestehen? Also nur aus wirklich hochwertigen, verlinkungswürdigen, likefähigen Inhalt? Klar, kann sie. Aber, hast du ein Beispiel dafür? Nein, also so etwas kostet ja eine Menge und es gibt natürlich im Internet immer noch den Sinn, zumindest für die SEOs, damit irgendwie Geld zu verdienen. Das heißt, Social SEO ist im Endeffekt eine Möglichkeit, um Trust, Links und Ähnliches auf das Hauptprojekt und den eigentlichen Sinn des Hauptprojekts zu bekommen. Also ich habe also auf der einen Seite meine Money Landing Page. Eventuell mit einem Preisvergleich, mit was auch immer drauf. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich dann halt meine Social-SEO-Inhalt, der die Links anziehen soll, wie ein Magnet. Genau, absolut. Es ist so, dass der Social-SEO-Inhalt auf jeden Fall sich dazu eignet, verlinkt zu werden, freiwillig verlinkt zu werden, geshared zu werden, geteilt zu werden. Schön ist es natürlich, oder optimal, wenn das auch gleichzeitig darauf hinarbeitet, dass irgendwann ein Lead oder ein Sale oder was man halt erreichen will entsteht, dass es irgendwie damit zu tun hat und nicht völlig losgelöst ist. Also es geht nicht darum, einfach nur coole Inhalte zu erstellen und dann zu versuchen, da möglichst viele Backlinks drauf zu kriegen, um dann die Domain zu stärken, um dann irgendwie mit was anderem zu ranken, was eigentlich gar nicht so cool ist. Schön ist es natürlich, wenn das alles kombiniert ist. Es muss auch nicht nur online sein. Man kann es auch mit Offline-Sachen kombinieren oder mit Augmented Reality oder mit TV-Spots, mit Plakaten, mit allen möglichen Dingen. QR-Codes sind eine sehr schöne Sache. Also ich sehe Social SEO als einen Teil in einem Gesamtmarketing-Mix. Mit dem Ziel, im Endeffekt Links und Social-Media-Signale und Likes und Shares und was es alles gibt, zu erzeugen. Aber es sollte ein Teil sein von der gesamten Kommunikation, die eine Brand hat und einfach nur coole Inhalte. Aber im Endeffekt hat man immer noch einen Sinn dahinter. Und wie bekomme ich den Link-Juice auf meine Money-Pages? Indem du von deinen Landingpages, die Social sind, wie zum Beispiel die Landingpage, wo die Infografik drauf ist oder das coole Video, von dort aus kannst du ja auch wieder deine Money-Landingpage aus verlinken. Also über internen Link-Tools. Zum Beispiel, ja. Wie verbreite ich meine Social-SEO-Seite im Bereich Seeding? Was mache ich da, um die auch wirklich irgendwie anzustoßen? Ideal ist es, wenn du schon auch mit deinem Unternehmen oder deiner Brand aktiv bist in den ganzen Social-Media-Kanälen wie Facebook. Andererseits aber auch gute Kontakte hast zu Bloggern, die, mit denen du einfach wirklich ein vertrauensvolles Verhältnis hast und denen jetzt nicht Geld dafür gibst, dass sie darüber berichten. Aber es ist natürlich legitim, ein paar Blogger, die direkt in dem Thema sind, anzusprechen und zu sagen, schau dir mal an, das hier ist eine super Kampagne und dann sollen sie halt freiwillig darüber berichten. Das ist eine Möglichkeit. Also es ist auf jeden Fall auch bei coolen Social-SEO-Kampagnen notwendig,
am Anfang so ein bisschen einen Anstoß zu geben, dass überhaupt erstmal ein paar User darauf aufmerksam werden. Aber wenn man eine gewisse kritische Masse irgendwann überschritten hat, dann wird es zum Selbstläufer. Und dann verbreitet sich viral. Wie kommt man an den Punkt? Wie schafft man es, diesen Punkt zu erreichen? Ja, also braucht man eine gewisse Reichweite. Auf jeden Fall. Man braucht eine gewisse Grundreichweite oder man muss mit Leuten kooperieren, die eine gewisse Reichweite haben. Das war die neue Webschorle. Heute mit Maximilian Muhr aus Berlin zum Thema Social SEO. Vielen Dank, Max. Gern geschehen. Hat viel Spaß gemacht. Und circlet mich bei Google+, followt mir bei Twitter und ich bin gespannt auf die neue Folge. Klasse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.